Das wohl aufsehenerregendste Maya-Artefakt, das jemals gefunden wurde, der Steinsarkophagdeckel von König Pakal, hat eine erhebliche Kontroverse ausgelöst. Mainstream-Gelehrte interpretieren die Darstellung von König Pakal als eine Reise in die Unterwelt, aber Theoretiker über vorzeitliche Astronauten glauben, der König wird dargestellt im Cockpit eines Raumschiffs und sie nennen ihn den Palenque-Astronauten. Er scheint in den Weltraum zu fliegen. Er ist der Raketenmann, der sein Raumschiff steuert und ins Weltall fliegt. Wir gehen schon sehr lange davon aus, dass die Darstellung König Pakal zeigt, wie er in einer Art Raumschiff sitzt. Er sitzt in einem Winkel wie moderne Astronauten beim Start. Er bedient Steuerungselemente. Er hat eine Art Beatmungsgerät oder Teleskop vor seinem Gesicht. Seine Füße sind auf einer Art Pedal. Und es gibt etwas, das wie ein Auspuff aussieht, mit Flammen. Der Sarkophagdeckel von Pakal war von Anfang an ein Kernelement der Theorien über vorzeitliche Astronauten. Erich von Däniken hält es für eines seiner besten Beweisstücke. Man sieht seine Hand oben, er bedient Steuerungselemente. Mit der unteren Hand schaltet er etwas ein. Die Ferse seines linken Fußes steht auf einer Art Pedal und außerhalb der Kapsel sieht man eine Flamme. Das ist unglaublich. Dies ist der absolute Beweis für Außerirdische. Die Theorie basiert auf der Grundannahme, dass die Mayas hier nicht ihre üblichen Symbole verwendeten, sondern versucht hatten, eine Rakete mit Pakal als Piloten realistisch abzubilden. Ich denke, es ist das Beste, wenn ich an dieser Stelle deutlich erkläre, was Maya-Experten und andere Wissenschaftler, die sich mit der Kultur und Kunst der Mayas beschäftigen, von diesem Bildnis halten. Wie es in Ancient Aliens heißt, glauben Archäologen, dass die Szene den Moment von Pakals Tod und seinen Abstieg in die Unterwelt zeigt. Lassen Sie mich erklären, wieso man davon ausgeht. Das berühmteste Symbol in diesem Bild ist das des Weltenbaumes, welches in der Sendung Ancient Aliens die Hülle des Raumschiffes sein soll. Der Weltenbaum ist eines der wichtigsten Symbole in der Mythologie der Mayas. Man glaubte, dass der Weltenbaum in den Himmel reichte mit seinen Ästen und in die Unterwelt mit den Wurzeln. Es handelt sich um ein Symbol für die Brücke zwischen der Unterwelt, Himmel und Erde. In den Darstellungen ist fast immer auch die doppelköpfige Schlange der Sicht auf den Ästen, so auch auf dem Sarkophagdeckel von Pakal. Die Schlange soll dem Glauben zufolge im Mittelpunkt der Welt gelebt haben, deshalb befindet sie sich in den Darstellungen über der Unterwelt und unterhalb des Himmels. In den oberen Ästen sitzt der Himmelsvogel, der in anderen Darstellungen des Weltenbaumes deutlicher zu erkennen ist, aber dennoch auf Pakals Sarkophagdeckel identifizierbar ist. Der Himmelsvogel repräsentierte den Himmel und saß deshalb auf der Spitze des Weltenbaumes. Was in Ancient Aliens als Abgase oder als Flammen des Raketenstarts bezeichnet wird, sind die Wurzeln des Lebensbaumes, die in die Unterwelt hinabreichen. Diese Wurzeln gehören schlicht zu den Darstellungen des Baumes. In der Unterwelt sehen wir ein Bild des Maya-Sonnenmonsters, welches Pakal in die Unterwelt hineinreitet. Der Glaube war, dass jedes Mal beim Sonnenuntergang die Sonne in die Unterwelt reiste und dort starb, wie alles in der Unterwelt starb. Die untere Hälfte des Gesichts der Sonne ist ein Skelett, während die obere Hälfte noch nicht gestorben ist. Dies ist auch eine gewöhnliche Darstellung des Momentes des Übergangs. Pakal fährt also per Anhalter mit der Sonne in die Unterwelt. Auch der sogenannte Rauch ist einfach zu erklären, wenn man Maya-Symbole versteht. In der Maya-Kunst bedeuten die sogenannten Reisenden schlichtweg Personen, die von einer Welt in die nächste reisen. Irgendwie musste man sich dieses Reisen erklären. Manchmal handelt es sich um eine verdrillte Nabelschnur, fast immer um eine Schlange oder doppelköpfige Schlange. Im Mund einer doppelköpfigen Schlange zu sein, ist ein Symbol für den Übergang von einer Welt in die andere. Sie können erkennen, dass der sogenannte Rauch in Wirklichkeit der traditionelle Bart der Schlange ist, den Sie überall in der Maya-Kultur finden. Da Sie nun wissen, was die Gelehrten darüber denken, betrachten wir ein paar der zentralen Behauptungen aus Ancient Aliens. Er bedient genau hier ein paar Steuerungselemente. Wenn Sie genau hinsehen, dann erkennen Sie, dass seine rechte Hand gar nichts berührt und dass das Ding rechts davon genauso wenig mit dem Baum verbunden ist wie andere Designelemente im Bild. Any more than any of the other floating design elements in the picture.
Von seiner linken Hand könnte man genauso fantasieren, dass sie Steuerungselemente bedient. Dann müssten aber diese Markierungen am Baum genauso Steuerungselemente sein und nicht etwa die Baumrinne, die man vom Ceiba-Baum übernommen hat, der eine sehr eigentümliche Rinne hatte, was man üblicherweise in Kunst über den Weltenbaum finden kann. Es wird viel aus Pascals Händen gemacht auf diesem Bild. In einem Video von 1970, in dem die Theorien über vorzeitliche Astronauten widerlegt werden, argumentiert ein Maya-Gelehrter, dass sich die Hände in Maya-Kunst oft in ungewöhnlichen Positionen befinden. Die Mayas zeigten ihre Hände gerne in filigranen Gesten. Solche Gesten sind normal in Maya-Kunst. Es gibt ähnliche Beispiele an der Seite des Steins. Zu der Behauptung, sein Fuß stünde auf einer Art von Pedal, gebe ich zu bedenken, dass falls außerirdische Pedale so designen, wir heute weit fortschrittlicher sind, weil dies wohl der schlechtestmögliche Winkel ist. Darüber hinaus gibt es andere Reliefs von Mayas in der Unterwelt, auf ähnlichen Steindeckeln, mit Füßen in ähnlichen Positionen, aber ohne vermeintliche Rakete. Was ist mit diesem sogenannten Sauerstoffgerät für seine Nase? Nun, es ist mit nichts verbunden und wenn Sie genau hinsehen, erkennen Sie ein stilistisches Element der Seherschlange. Es handelt sich um ein Nasenpiercing, genauer gesagt einen Knochen. Hier haben wir einen Ohrring, der von einem Ohrloch ausgeht. Ein Nasenpiercing mit den Elementen des Todes, weil es die Form eines fleischlosen Knochens annimmt. Beachten Sie den Kontext des Bildes. Es befindet sich auf einem Sargdeckel. Die Sichtweise der Experten passt perfekt und das gesamte Konzept war üblich bei Maya-Begräbnissen. Es wäre seltsam, wenn plötzlich alle ihre normale Symbolik etwas völlig anderes darstellen sollte. Die Symbole auf dem Sarkophagdeckel sind altbekannt und gewöhnlich. Symbole werden auch häufig in den ausführlichen Schriften der Mayas erklärt. Sie passen exakt zu dem, was wir über ihren Glauben wissen, über die Welt und das Leben nach dem Tod. In den alten sumerischen Texten haben wir Beschreibungen über diese Wesen, die vom Himmel herunterkamen und Anunnaki hießen. Der Begriff Anunnaki bedeutet jene, die vom Himmel kamen. Dies ist bereits vollkommen falsch. Das Wort Anunnaki bedeutet Saat des Prinzen oder Blut des Prinzen. Die Vorstellung war, dass die Anunnaki von Anu selbst erschaffen worden waren, den man für den Vater und König der Götter hielt. Wie wir noch genauer sehen werden, ist das die grundsätzliche Vorstellung, die die Sumerer von den Anunnaki hatten. Jene seien von Anu geschaffen worden und deshalb reflektiert ihr Name diese Herkunft. Der Begriff bedeutet königliche Abstammung. Man glaubte, die Anunnaki seien die Nachfahren von Anu oder An, der Gott des Himmels, sowie von Ki. Mit einem solchen göttlichen Pärchen erfanden die Mesopotamier ihren Pantheon. Wenn Anunnaki lediglich die Abstammung von Prinzen bedeutet, wieso heißt es dann in der Sendung Ancient Aliens, dass damit jene gemeint seien, die vom Himmel kamen? Alles, was man ihnen in Ancient Aliens über die Anunnaki sagt, stammt von einem Mann namens Zachariah Sitchin. Sitchin schrieb viele Bücher, in denen er behauptete, dass die Anunnaki in Wirklichkeit Außerirdische wären. Als er das zum ersten Mal in den 1970er Jahren schrieb, gab es dummerweise noch nicht viele Möglichkeiten für gewöhnliche Leute zu überprüfen, ob er die Wahrheit erzählt oder nicht. Zusammengefasst lässt sich sagen, dass Sitchins Übersetzung des Wortes Anunnaki grundfalsch ist. Man liest oft, besonders in den Büchern von Zachariah Sitchin, dass Anunnaki bedeuten würde, die, die vom Himmel herabkamen, oder irgendetwas Ähnliches, das nach Außerirdischen klingt. Es gibt nicht eine einzige Quelle auf dem Planeten von irgendeinem Gelehrten der sumerischen Kultur, die Sitchins Definition stützt. Es handelt sich nicht einmal um einen komplizierten Begriff.
Ich persönlich meine, dass Sitchin praktisch überhaupt kein Sumerisch verstand. Denn wenn jemand bei einem Begriff daneben liegt, der zu einer sehr wichtigen Gruppe Götter gehört, dann frage ich mich, wo derjenige sonst noch falsch liegt. Sitchin behauptete, ein Experte über sumerische Schriften zu sein. Nun können wir jedoch erkennen, dass er scheinbar nicht einmal das Grundvokabular und die grundlegende Grammatik verstanden hatte. Mehrere echte Gelehrte forderten ihn heraus, sich zu seinen falschen Übersetzungen zu äußern und zu seinem kompletten Mangel an jeglichen akademischen Qualifikationen auf dem Gebiet. Man betonte, dass nichts weiter als ein Abschluss in Journalismus bei ihm nachweisbar war. Bis heute konnten weder ich noch andere, deren Hilfe ich erbeten habe, darunter auch Leute, die Sitchin mochten, irgendwelche Bestätigungen finden dafür, dass er irgendwelche von den Sprachen wirklich kannte oder irgendwelche andere Fachgebiete über den Nahen Osten. Wenn wir nun im Folgenden manche tiefgreifenden Ansichten Sitchins betrachten, die in Ancient Aliens dargeboten werden, kann auch ein Laie ohne große Schwierigkeiten deren Wahrheitsgehalt beurteilen. Es heißt, Wort für Wort, dass diese Wesen in Fluggeräten vom Himmel herunterkamen. Dies ist eine absurde Aussage. Ich fordere jeden heraus, den Text zu zeigen, in dem es dies Wort für Wort heißt. Sie können selbst eine Online-Suche durchführen und sämtliche Bezugnahmen auf die Anunnaki in den sumerischen Texten sehen. Die einzigen Stellen, die irgendwie auch nur grob in eine solche Richtung gehen, erklären nur, dass die Anunnaki direkt von Anu im Himmel erschaffen worden sind. Ein paar Beispiele sind folgende. Die Anuna, die Götter, die An im Himmel gebar. Diese Texte betonen das zentrale sumerische Glaubenskonzept, laut dem die Anunnaki direkt von An geschaffen worden waren. Nicht mehr und nicht weniger. Die Vorstellung, dass es in einem Text hieße, dass sie in fliegenden Fahrzeugen herabkamen, ist eine glatte Erfindung, was noch das Höflichste ist, was ich darüber sagen kann. Ancient Aliens zeigt dem Zuschauer an dieser Stelle Bilder der geflügelten Sonnenscheibe, und man möchte wohl, dass das Publikum die Schlussfolgerung zieht, diese Scheiben wären Raumschiffe in sumerischen Texten. Dabei haben die gezeigten Sonnenscheiben gar keine Beziehung zu den Anunnaki, sondern nur zu der Sonne bzw. dem Sonnengott. Mr. Tsoukalos meint, und sie wurden immer beschrieben oder dargestellt, wie sie über gewöhnlichen Menschen schwebten. Da die Anunnaki nie dargestellt wurden, wie sie über den Köpfen von Leuten schwebten, ist ersichtlich, dass man den Leuten vormachen will, die Sonnenscheibe entspräche den Anunnaki-Raumschiffen. Erstens repräsentierten die Sonnenscheiben in der sumerischen Kultur die Sonne oder den Sonnengott. Die Bewegung der Sonne von einem Horizont zum anderen am Tag sei in den alten Vorstellungen durch Flügel möglich gewesen. Nichts in den Beschreibungen der Sonne in den sumerischen Texten weist darauf hin, dass es um UFOs ginge. So langweilig es klingen mag, man sprach einfach nur über die Sonne. Man kann das anhand des Gilgamesch-Epos zeigen. Gilgamesch betet Shamash an, den Sonnengott, um für einen Teil seiner Reise dessen Wohlwollen zu gewinnen. Er tut dies, indem er sich morgens dem Osten zuwendet, wo die Sonne aufgeht. Die Vorstellung, die in Ancient Aliens angepriesen wird, dass die Anunnaki in Sonnenscheiben herumflogen und damit landeten, ist eine glatte Lüge. Man kann es nicht anders beschreiben. Wir finden nicht nur Beschreibungen der Anunnaki, sondern auch bildliche Darstellungen. Wir sehen Statuen von ihnen, Gravuren. Und so ist es interessant zu sehen, dass diese Wesen wie heutige Weltraumreisende aussahen, mit speziellen Anzügen. Manche trugen Armbanduhren, sie hatten Stiefel an und Helme und hatten insbesondere Flügel. Während der ganzen Sendung Ancient Aliens zeigt man diese Bilder von akkadischen, geflügelten Djinn-Geistern und bezeichnet sie irreführenderweise als Anunnaki. Aber geflügelte Djinn-Geister sind keine Anunnaki. Diese gezeigten Reliefs sind nicht einmal sumerisch, sondern akkadisch. Wo wir schon einmal dabei sind, erklären wir, was auf diesen Bildern zu sehen ist, obwohl sie nicht das Geringste mit den Anunnaki zu tun haben. Der Glaube war, dass bestimmte Aspekte der Natur von diesen geflügelten Djinn-Geistern kontrolliert wurden. Am bedeutendsten war ihre Verantwortung für die Düngung von Feldern. Sie wurden oft dargestellt mit einem Eimer Pollen oder Wasser in der Hand, sowie einer Sorte Blumen oder einem Tannenzapfen in der anderen. Man sieht oft, wie sie eine Dattelpalme düngen, das Symbol der Fruchtbarkeit.
Manchmal stellte man sie dar, wie sie auf dem König deuteten, der anhand der zugehörigen Inschriften der Vermittler zwischen den Menschen und den Göttern sein sollte und die Verantwortung trug für die Fruchtbarkeit des Landes und der Leute. Erklären wir, was die Sendung Ancient Aliens als Armbanduhr bezeichnet. Falls dies wirklich eine Uhr wäre, hätten die Djinn-Geister wohl einen Fimmel mit der Uhrzeit gehabt, weil sie an jedem Handgelenk so einen Gegenstand tragen und oft sogar noch zusätzlich am Kopf. Diese Uhr ist in Wirklichkeit ein akkadisches Symbol für Ishtar, die Göttin der Fruchtbarkeit. Man findet die gleiche Rosette am berühmten Ishtar-Tor in Babylon. Die Fruchtbarkeit des Landes wurde, wie man es erwarten könnte, assoziiert mit der Göttin der Fruchtbarkeit, und diese Wesen werden dargestellt als Beauftragte von Ishtar, die einen Dattelbaum düngen. Dies erklärt auch die Flügel, denn die natürliche und sichtbare Art der Bestäubung von Blumen ist durch Bienen und Vögel. Es ist also nicht schwer zu erkennen, warum man die Wesen der Befruchtung auch mit Flügeln dargestellt hatte. Zacharias Sitchin hat im Prinzip geschlussfolgert, dass wir in der fernen Vergangenheit besucht wurden, weil der Heimatplanet der vorzeitlichen Astronauten Gold benötigte für die Atmosphäre und dort die Goldvorräte zur Neige gingen. Also kamen sie zur Erde, um Gold abzubauen und es zu ihrem Heimatplaneten zurückzubringen. Diese Sichtweise aus Ancient Aliens, dass Außerirdische hierher kamen, um Gold für ihre Atmosphäre abzubauen, wird ständig wiederholt von Theoretikern über vorzeitliche Astronauten. Es ist quasi eine fundamentale Glaubensüberzeugung der Bewegung geworden. Es geht direkt zurück auf Zacharias Sitchin und hat absolut nichts zu tun mit sumerischen Texten. Interessanterweise nennt Sitchin nicht einmal eine Stelle in sumerischen Texten, um den Glauben zu rechtfertigen, dass sie Gold für ihre Atmosphäre benötigten. Er sagt Folgendes in seinem Buch The Wars of Gods and Men. Das Metall mit seinen einzigartigen Eigenschaften wurde zu Hause gebraucht für einen lebenswichtigen Zweck. Soweit wir es abschätzen können, kann es sich bei diesem lebenswichtigen Zweck darum gehandelt haben, die Goldpartikel in Nibirus schwindender Atmosphäre zu verteilen und diese so vor der Auflösung zu bewahren. Er meint also, soweit wir es abschätzen können. Wer ist mit wir gemeint und welche Texte gehen auch nur grob in diese Richtung? Er erfindet diese Idee von Goldpartikeln, die in der Atmosphäre eines Planeten gebraucht werden aus dem Nichts. Heute können Sie eine Wortsuche durchführen nach Gold in den sumerischen Texten und jede einzelne Erwähnung finden. Nicht nur sind die Erwähnungen von Gold in den sumerischen Texten sehr selten, es gibt auch nichts, das auf irgendetwas anderes hinweist, als auf die gewöhnlichsten Zwecke für Gold. Es ist eine überraschend langweilige Lektüre. Dank der genauen Auflistungen und Sortierungen der sumerischen Texte in den vergangenen Jahrzehnten und dank dem Internet müssen wir nicht länger Leuten wie Sitchin aufs Wort glauben. Es gibt mehrere Online-Datenbanken, mit denen man sumerische Texte durchsuchen kann. Und ich habe ein Video auf meiner Webseite sitchiniswrong.com. Wenn Sie die Seite besuchen und auf die Schaltfläche Anunnaki klicken, zeige ich Ihnen, wie Sie die elektronische Textsammlung sumerischer Literatur durchsuchen. Ich zeige Ihnen, wie Sie alle Erwähnungen des Wortes Anunnaki und sich die englischen Übersetzungen anzeigen lassen können. Das Quellmaterial ist vorhanden und Sie können damit überprüfen, was Zacharias Sitchin sagt und was ich sage. Wenn ich behaupte, dass es keine Texte gibt, in denen zum Beispiel die Anunnaki auf Nibiru sind oder sonst irgendwie mit Nibiru zusammenhängen, dann könnte mich jemand kinderleicht widerlegen und einfach nach den entsprechenden Stellen suchen. Ich rate Ihnen nachzusuchen und sich die Mühe zu machen. Sie haben Zugang zu dem Quellmaterial und können herausfinden, wer Ihnen die Wahrheit erzählt. Wir können endlich alle sehen, warum die Sumer-Gelehrten Sitchin so stark kritisiert haben. Nicht, weil sie nicht offen genug sind oder ähnliches, sondern weil Sitchin keinen blassen Schimmer davon zu haben schien, worüber er redete. Lassen Sie mich ein Beispiel dafür liefern, wie Sitchin auf diese wundersamen Übersetzungen kam. Die Vorstellung, dass die sumerischen Texte über den Abbau von Gold sprachen. Da in den Texten nichts dahingehend zu finden ist, musste Sitchin seine Vorstellung komplett erfinden. Folgendermaßen ging er vor. Hier ist ein Zitat aus einem ersten Buch, Der zwölfte Planet. Manche mesopotamischen Hymnen auf Ea verherrlichen jenen als Bel-Nimiki, übersetzt Gott der Weisheit, aber die korrekte Übersetzung sollte unzweifelhaft Gott des Bergbaus lauten.
In klassischer Sitchin-Manier liefert er nie eine Begründung dafür, weshalb die korrekte Übersetzung unzweifelhaft Gott des Bergbaus lauten sollte. Er behauptet das einfach und das reicht ihm. Wir haben sogar sumerische Wörterbücher von den Sumerern selbst, und selbst die Sumerer teilen Sitchins Vorstellungen nicht. Also warum sollten wir das tun? Um zu demonstrieren, wie schlecht Sitchins Übersetzung ist, lesen wir etwas über Eas oder Enkis Weisheit im Kontext. Und lassen Sie uns betrachten, ob es sich um Weisheit oder um Bergbau dreht. Hier ist ein Beispiel von einem sumerischen Text namens Enuma Elish. Jener, der alles versteht, der Weise, der Großartige, er, der alles weiß, das existiert. Er verstand die Verschwörung, er konterte sie mit einem mächtigen Zauberspruch. Nicht nur wird seine Weisheit beschrieben mit Allwissenheit, sondern es heißt, er hätte auch eine Verschwörung frühzeitig erkannt und sie abgeschmettert. Nirgendwo eine Spur über Bergbau. Aus demselben Epos, Ea, der alle Dinge weiß, wusste, dass er nicht Kingu und die Heere von Tiamat bezwingen konnte. Hier sehen wir eine Definition im Kontext von Eas Wissen. Er ist allwissend und deshalb konnte er wissen, dass er Kingu nicht bezwingen konnte. Dies sind keine isolierten Beschreibungen seines Wissens. Ea ist definitiv der Gott der Weisheit. Nichts ergibt einen Sinn, wenn man ihn mit Bergbau assoziiert. Alle Geschichten beziehen sich auf sein Allwissen und nicht einmal der kleinste Hinweis existiert, dass er sich für den Abbau von Gold oder sonst irgendetwas einen Dreck scherte. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass fast alles, was Ancient Aliens über die Anunnaki behauptet, nicht der Wahrheit entspricht. Was nicht überrascht, da man fast alles in diesem Teil des Programms von den Büchern Zachariah Sitchins übernommen hat. Für mehr Informationen über Sitchins Fehler in seinen Übersetzungen sumerischer und akkadischer Texte empfehle ich Ihnen die exzellente Webseite von Dr. Michael Heiser, sitchiniswrong.com.